Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde. Mein Name ist Gunther Krüger. Vielen Dank, dass du hier eingeschaltet hast, ein bisschen Zeit mit mir teilen willst, mir zuhören willst, was ich hier in die Welt zu setzen möchte, in die Welt setzen möchte. In diesem Film geht es um eine besondere Gelegenheit, die wir im Augenblick haben, in dieser Zeit, Coronavirus als großes Stichwort. Was ist passiert bisher? Nichts ist passiert in Wirklichkeit. Natürlich passiert viel, sobald ich die Nachrichten anschaue, sobald ich das verfolge, was im Augenblick an Botschaften, an Fantasien in der Welt ist, ist eine ganze Menge los. Aber in Wirklichkeit ist doch gar nichts passiert. Das Einzige, was passiert ist, was ich aus eigener Erfahrung sagen kann, ist, okay, die Geschäfte sind zum Teil leer gekauft, die Grenzen sind geschlossen, Schulen sind geschlossen, Kindergärten sind geschlossen, Restaurants sind geschlossen, Kinos sind geschlossen, Theater sind geschlossen, alles Mögliche geschlossen. Wie an einem Feiertag. Und genau so betrachte ich die ganze Geschichte. Es ist eine Feierzeit. So nehme ich das, nutze die Gelegenheit dafür, zur Ruhe zu kommen, mich auf das zu besinnen, was mir gefällt, mich auf das zu besinnen, wofür ich vielleicht sonst keine Zeit habe, weil die Welt so geschäftig ist, und vor allen Dingen mich auf mich selbst zu besinnen und nicht nur auf das, was im Außen dargeboten wird. Und das fühlt sich gut an, sehr gut. Ich bin gesund, ich bin erfreut, und ja, gut drauf. Das möchte ich auch dir anbieten. Du kannst natürlich dich total mit dem erfüllen, was im Augenblick an Neuigkeiten, an Horror-News geboten wird. Und also, da gehört kein Heiliger und kein Weiser dazu, um das zu prognostizieren. Ich kann es ja sehen, wenn ich mich umschaue. Die Menschen, die sich diesen Botschaften öffnen, denen geht es nicht gut. Die geraten in Panik, in Sorge um ihre Nächsten, um sich selbst, um die Zukunft der Welt, um was auch immer. Doch in Wirklichkeit ist ja gar nichts passiert. Fantasie, alles ist in Fantasie. All die Botschaften, das ist Fantasie. Weißt du, ob das stimmt oder nicht? Nein, weißt du nicht. Du weißt nur eins, wie deine gegenwärtige Realität ist. Das ist alles, was du weißt. Und dem Menschen geschieht nach seinem Glauben. Das ist eine ganz wichtige Botschaft. Das, woran du glaubst, das manifestiert sich in deinem Körper und auch in der Ausdehnung deines Körpers in der sogenannten äußeren Welt. Also, woran glaubst du? Glaubst du an die Botschaften, die im Augenblick um die Welt gehen? Wenn du daran glaubst, dann wirst du genau das verkörpern, im eigenen Körper, in deinem Umfeld. Ich habe mich dazu entschieden, das zu verkörpern, was ich möchte und nicht das, was mir zugeworfen wird. Ich bin ein freies Wesen. Ich entscheide darüber, wofür ich mich öffne. Ich entscheide darüber, was ich in mein Bewusstsein reinlasse. Ich entscheide darüber, worauf ich mich einstelle, worauf ich meditiere, womit ich mich erfülle. Ich entscheide sogar darüber, welche Bedeutungen ich dem gebe.
was ich in der Welt sehe. Ich habe mich dazu entschieden, dafür entschieden, die besten Bedeutungen zu geben, denn das liegt in meiner Macht. In meiner Macht liegt alles. Und so liegt das auch in deiner Macht. Die Frage ist lediglich, ob du dich deiner Macht besinnst oder ob du deine Macht veräußerst, ob du den Botschaften Macht gibst, die dir im Augenblick angeboten werden. Wenn du deine Macht veräußerst, dann bist du ein Sklave der Umstände. Das sind im Augenblick sehr viele Menschen. Entsprechend geht es ihnen. Das ist eine Frage der Wahl und der Disziplin, natürlich. Und jetzt möchte ich ein ganz konkretes Angebot an dich und an all diejenigen geben, die sich das jetzt hier anhören. Ich möchte ein Workshop anbieten in der nächsten Zeit, in dem ich all das an einem Wochenende vermittle, was ich weiß. In diesem Workshop wird es darum gehen, wie du dich selbst ermächtigst, wie du dich befreist aus der Welt, aus dem Einfluss der Welt, aus der Paranoia und wie du dich auf das besinnst, was du in deinem Wesen bist, wie du dich auf deine Macht besinnst. Die Macht, die es dir ermöglicht, alle Vorgänge in deinem Körper zu steuern. Ja, die Macht, die dich dazu befähigt, nicht nur die Vorgänge in deinem Körper zu steuern, sogar die Vorgänge in deiner Umwelt zu steuern. Ich hatte das in der Vergangenheit bereits erklärt, wie das kommt. Ich will es kurz anreißen. Je nachdem, womit du dich beschäftigst in deinem Bewusstsein, verkörperst du entsprechendes. Beängstigende Gedanken verursachen körperliche Schwäche, körperliche Krankheit, körperliche Symptome. Je nachdem, womit du dich gedanklich beschäftigst, erschaffst du eine gewisse Chemie in deinem Körper. Und all das, wovon du erfüllt bist, das strahlst du in die Welt und ziehst entsprechend deiner Ladung, deiner inneren Erfüllung, die Menschen in dein Leben, die dazu passen. Du kennst das bestimmt, das Phänomen. Du wachst morgens auf und bist von fürchterlichen Gedanken erfüllt, von fürchterlichen Gefühlen. Das sind die Tage, an denen du alle fürchterlichen Menschen triffst in deiner Wahrnehmung, an denen dir alle möglichen Missgeschicke passieren, an denen du alles mögliche Negative anziehst. Das ist die Macht deines Geistes. Die ganze Schöpfung deiner Welt geschieht in deinem Geiste. Und in deinem Geist hast du die absolute Freiheit, die absolute Macht, die absolute Schöpfungsmacht. Alles entsteht aus deinem Geist. Und dieses Workshop, was ich hiermit anbiete, wird sich genau damit beschäftigen. All das, was ich in diesem Zusammenhang vermittle, wird gut erklärt sein, wird nachweisbar sein, wird messbar sein. Und ich behaupte, dass ich dir vermitteln kann, wie du deinen Körper, deine Körperfunktionen bewusst steuern kannst. Wie du deine Aussichten in der Welt steuern kannst, wie du steuern kannst, wen du triffst und was du
mit den entsprechenden Menschen erlebst. Das ist, was ich behaupte. Ich habe es in vielen Filmen bereits erklärt. Ich habe ein Buch geschrieben darüber, was hoffentlich bald auf den Markt kommt. Wenn es dich interessiert, dann schreib mir eine E-Mail über die E-Mail-Adresse gvaka4world@gmail.com. gvaka4world, ein Wort, @gmail.com. Je nachdem, ob Interesse besteht, je nachdem, wie viele Menschen sich bei mir melden, werde ich einen Ort finden und eine Zeit bestimmen, wo ich dieses ganze Wissen vermitteln werde. Und ich wünsche mir sehr, dass es ein paar Leute, hoffentlich möglichst viele gibt, die das lernen wollen, sich zur eigenen Kraft zu bekennen, in die Freiheit zu kommen, in die Selbstbestimmung zu kommen, in die bewusste Schöpfung zu kommen. Das ist, was ich an dieser Stelle sagen möchte, so gut es ging. Ich wünsche euch weiterhin alles Gute. Nutzt die Zeit, genießt die Zeit. Alles ist gut, alles wird gut sein. Du bestimmst, wie es ist. Du bestimmst, wer du bist, was du bist. Du bestimmst alles. Vielen Dank, bis dahin. Ciao.